Tag, Freunde! Willkommen bei Dark Souls 2! Hilda ist ganz begeistert, nicht wahr, Hilda? kurz mal zum Feuer, ich muss mich nochmal heilen. Wir wollen heute ins Feuerloch. Wie soll ich das erklären? Also wir, das sind erstmal ich und Jonas. Ja, er ist immer noch da. Ich bin immer noch da. Der wird ja auch so schnell nicht los, der wird noch ein paar Mal kommen. Das, was wir jetzt machen, ist nicht regulär. Das ist ein kleines bisschen bescheißen. Möchtest du es erklären? Aber dann musst du mir vorher sagen, wo ich runterspringen soll. Ich überlege gerade selber. Du musst ja einfach hier auf der Seite, wo du bist, da ganz hinten an die Wand gehen. Und dann den Katzenring hast du dran und dann einfach da unten auf das Geröll da springen. Reicht mir Energie? Ich bin nicht ganz fertig. Das reicht. Okay. Es geht nämlich darum, dass man normalerweise hier so nicht runterkommt, sondern einen Schlüssel dafür braucht. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, quasi... Ring der Lebenssicherung ist dann gut. Ja, passt schon. Katzenring noch ablegen, vielleicht einen besseren. Ja, das würde schon eine gute Möglichkeit sein. Dass man da hier eigentlich erst später hinkommt, aber wir wollen es jetzt trotzdem mal machen, weil die Gegner da drinnen sind relativ heftig, habe ich gehört. Keine lahmen Spinner. Und ja, ich bin selber gespannt. Also, Jonas hat gesagt, die hauen mir auf den Arsch. Ja, also, ich werd nur weinen. Ich sehe ihn jetzt sterben. Moment mal, der ist doch nicht schon... Warum ist denn der schon aggro? Ich habe den gar nichts getan. Halt, na gut, ich habe jetzt sein... Schießt der so weit? Will er mich verarschen? Brauchst du da noch eins? Noch ein. Alter! Ring der Lebenssicherung beschädigt. Ja, ist mal was Neues. Kriege ich aber hin, denke ich. Meinst du? Meine ich, weil ich den ersten werde ich von oben einfach mal zusammenschießen. Nächste. Dauert lang, aber mit Magie kann man anvisieren, das weiß ich. Und dann werde ich runtergehen und den anderen Typen mein Schwert so weit in den Arsch schieben, dass er sich wünscht, der wäre nie geboren. Also musst du es mit 4 Echsen da unten aufnehmen. Ja, taktisch geht das schon. Ich war bloß jetzt darauf gefasst, dass die aus der Entfernung rauf zu ballern. Ich wollte mich erstmal annähern, ein bisschen ausweichen, ein bisschen schnuckeln, ich weiß da. Deswegen habe ich nur wenig gesagt, weil ich sowas befürchtet habe, dass sowas passiert. Ja, das war ja relativ. Das macht, glaube ich, die Fehler macht am Anfang jeder, oder? Ja. Ist halt die Frage, ob du jetzt den Ring reparieren willst. Nee, oder? Den brauche ich jetzt nicht. Das sind die paar Seelen, das ist mehr so ein Experiment, was ich hier abmaziehe. Ich Katzenring ran. Das ist jetzt nicht wirklich. Ich habe übrigens, wie ihr seht, den komischen Traglastreduzierungshelm habe ich auf. Damit brauche ich keinen Ring mehr. Jetzt hat Hilde aber keinen guten Schutz für oben, für den Kopf. Aber das können wir auch ein bisschen leveln dann mal. Ist ja nicht das Problem. Ja. Ich überlege gerade, ob der Regenerationsring hilfreich ist oder nicht. Also. Auf was du jetzt natürlich achten musst, ist, dass du nicht rumfällst. Ja, das habe ich mir gerade gedacht. Aber wenn die macht dann einen Schritt nach vorne. Ich versuche mal von der anderen Seite. Nee, von der Seite geht's schon gut. Am besten machst du rechts neben der Leiter, also neben der Säule. Von, noch eins weiter. Von da. Und noch mal ein Stück. Ach du Kacke. Ja, das dauert lange. Aber ich habe den schon mal erledigt mit Magie, der ging schneller, dachte ich jetzt. Aber zu zweit sind die eigentlich total bekloppt zu machen. Ich könnte ja mal die Armbrust ausprobieren, die habe ich auch noch nicht ausprobiert, noch nie gezeigt. Moment, wo haben wir sie denn? Am besten wäre so eine Dreifachschuss-Armbrust. Sowas gibt's auch, ja. So wie beim Verfolger. So, probieren wir es mal. Okay. Okay, Hilda, Mann, ey. Aber sie... Oh, macht noch weniger Schaden. Aber sie verrückt dabei nicht. Jetzt mache ich mal einen starken Schuss. 57, es gibt einen starken Schuss bei der Armbrust? Keine Ahnung, wie hast du das gemacht? Mit starken Schuss. Also. Das soll mir mal physikalisch jemand erklären, wie das gehen soll. Und vor allen Dingen... Du gehst noch eine Zacke weiter. Du hast noch eine kleine Kraft auf die erste Zacke und dann gibt es noch eine zweite Zacke. Jetzt probieren wir mal was der Bogen so anrichten kann. Probieren wir einfach mal alles durch. Ich habe ja auch einen neuen Bogen, den ich auch noch nicht gezeigt habe. Das ist der Glockenwiderbogen. Glockenwiederbogen, ja. Hast du ihn noch nicht? Weiß ich gar nicht. Ja, ich denke, du bist der Bogenfan mit einer deiner Charaktere. Naja, ich nehme mal den Drachentöterbogen. 89, der hat Magie mehr gemacht, oder? Nee, Magie hat nur... Was hat Magie gemacht? Hat weniger auf alle Fälle. Na gut, das ist ganz schön öde, den von oben abzuknallen. Pyromantie könntest du noch probieren. Ja, probieren wir alles das durch. Ich weiß nicht, obwohl, das ist ein Feuerfliehner. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das macht nicht wirklich Sinn. Das könnte ich zwar probieren, aber das wäre noch mehr Zeitverschwendung. Obwohl ich sagen muss, dass diese schildgrünen Typen, ne, die habe ich jetzt festgestellt, sind sehr schwach gegen Blitz. Also mit dem Heide-Ritterschwert hat man da echt gut Schaden gemacht. Du meinst mein Freund, die Ninja Turtle? Die Ninja Turtle Familie? Ninja Turtle, genau. Oh, das war... ja, ich habe es gerade gemerkt. Ja, das geht schon. Tut mir leid, Leute, Jonas kann ja noch ein bisschen einen Spank aus Dark Souls erzählen, was er so erlebt. Dann kann ich hier in aller Ruhe die Typen fertig machen. Oder wir reden einfach ein bisschen drüber. Denn irgendwann will der Jonas ja mal, er brennt schon darauf, Dark Souls 1 durchzuspielen. Jedenfalls prügel ich ihn das fast ein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Vielleicht haben ja manche von euch beide Teile gespielt. Momentan gefällt mir Teil 1 noch besser. Das kann sich natürlich noch jederzeit ändern. Aber ich weiß nicht, wenn man Teil 1 sich entgehen lässt, verpasst man was.
Ja, das glaube ich dir auf alle Fälle. Aber ich bin jetzt erstmal so mit Dark Souls 2 drin, dass ich erstmal mit Dark Souls 2 spielen muss. Liegt ja auch nicht daran, dass du nebenbei noch alle möglichen anderen Shits hast. Ich habe nebenbei noch Star Wars Gilde zu handeln. Ja, Freundin hat er auch noch. Das Leben Freundin ist habe ich auch leicht. noch. Es ist ein echt hartes Leben. Was bringt denn das für die 1080? Na gut. Okay, jetzt kommt es wirklich drauf an. Den Katzenring habe ich wieder ausgerüstet. Jetzt werde ich das Mist wieder unten nochmal. Und dann würde ich noch den Katzenring wechseln, wenn du unten bist, und den Regenerationsring, weil ich finde, der bringt ja bei denen auch nicht so viel. Ich finde es noch einen besseren Defense-Ring. Also ich weiß, dass man hier einen Ring findet, der deinen Feuerschutz erhöht. Ich Also hoffe, hier unten findet man den. der schießt jetzt noch nicht gleich. Harstarring erhöht Ja, körperliche der Abwehr. wäre vielleicht auch schlecht, der Harstarring. Erstmal Ring der Klinge nochmal rein. Oder halt den blauen Tränentropfring, damit bei dem geringen EP das weniger abzieht. Ja, den Der Schweigering mal. geringe EP. Was war denn das nochmal? Erhöht Balance? Brauche ich nicht. Erhöht körperliche Abwehr. Blutungsresistenz. Erhöht maximale TP. Nee. Ich nehme jetzt wirklich mal. Nimm den Verteidigungsring. Meinst du den? Ja, oder den anderen, ist egal. Das Ah, oder den. Hartstarring. Wo sind meine Leben hin? Ob ich jetzt nochmal ein bisschen Heilung betreibe? Heili, Heili? Nur mit den Steinchen. Ah, von denen habe ich so viel, das geht eigentlich. Die kosten auch mittlerweile nichts mehr. Gehst einmal kurz ein bisschen farmen, dann kann man gleich 100 Wie Steine weit ist kaufen. denn denen seine Schussrange? Weit. Okay. Ich meine auch seinen Winkel. Momentan scheint er ja ziemlich. Dämlich zu sein. Das Okay. sind halt so Meteoren, ne? Ah, du bist ins Feuer gelaufen. Ach Leute, tut mir leid. Nee, ist auch nicht so schlimm, weil das Problem ist, muss ich den anderen Typen ja nochmal machen. Nee, ich geh runter, ich probier's so. Und wenn ich ein paar Mal scheitere, komme ich irgendwann stärker wieder. Zumal, das muss ja nicht, du hast ja am Ende jetzt beim ersten Versuch beide dir gezogen. Und der eine lässt sich eigentlich so lange in Ruhe, bis du an den Rand trittst eigentlich. Also. Das heißt, ich muss von der anderen Seite ran, aber dann habe ich ja nicht mehr viel Platz zum Ausweichen seinen Feuerbällen. Nee, aber du kannst ja nur dort runterspringen, wo wir jetzt gerade runtergesprungen sind, aber du kannst ja dann erstmal dich um den kümmern, den du gerade von oben abgeschossen hast. Dann lässt der andere dich ja in Ruhe, solange du dich an den anderen Ja, rantrittst. das Problem ist aber, ich muss mich doch den nähern, wenn ich vom Nahkampf ein paar reinziehen möchte. Weiß ich meine. Kann man nur mit Ausweichen machen, leider. Aber das dauert doch ewig an den, bis ich an den dran bin. Oder du hast halt ein Schild, was 100% Feuerschutz bietet. Ja, habe ich nebenbei in meiner Beintasche, habe ich gerade vergessen, tut mir leid. Och, jetzt ist Hilda wieder Also, ich hässlich. habe letztens ein Schild gefunden, das hat 90% überall. Überall, Nicht also. schlecht. Aber es ist mir aufgefallen, jetzt hat sie ihre schönen Haare verloren, jetzt ist sie richtig hässlich. Ja, es wird zur Hülle, die Bude. So, ich probiere es jetzt nochmal, wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich erstmal weiter. Das Ganze war ja nur ein kleines Experiment hier. Ich nehme jetzt auch gleich mal einen Estus. Und noch den Katzenring wechseln. Nee, es reicht mir jetzt. Nein! Ah. Ja! Es gibt noch eine andere Methode, reinzukommen. Die wir nicht ausprobieren wollten, weil sie lange und zufällig ist, aber das machen wir jetzt. Naja, da musst du aber auch aus den einen mit Fernkampf töten. Nee, das habe ich mal ganz gut im Nahkampf hingekriegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt diesmal funktioniert. So. Ich denke mal, es wird schon passen. Den werde ich auch so kriegen. Auf was die Spieler bei Dark Souls auch achten sollten, ist, dass es für jeden Levelaufstieg, für jedes Attribut, also ob Wille oder also alles Mögliche, gibt es eine sogenannte Grenze, die man erreichen kann. Also es gibt einmal eine leichte Grenze, das heißt, also jetzt nur als Beispiel, wenn man die Lebenspunkte steigert, steigert das jetzt immer drei Stück. Und meinetwegen ab, stimmt jetzt alles nicht, ne? Ab fiktiv, ab 40 Lebenspunkte steigert es dann bloß mal um zwei Stück. Und ab 50 steigert es bloß mal um ein Stück. Du hast 100 der Soldaten. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Was immer von dir Ja, ich Soldaten? merk's gerade durch die. Okay, wie habe ich das Ding damals im Nahkampf fertig gemacht? Der hat jetzt gerade gar nicht gezuckt. Hast du es gemerkt? Ja. Ja, genau. Und dass man sozusagen eine gewisse Grenze erreicht dabei. Ach Quatsch, das war doof. Und darauf sollte man achten, weil irgendwann zum Beispiel auch Stärke immer ineffektiver wird. Ich glaube, bei Stärke und Geschicklichkeit ist die Grenze 40. Und sobald man über 40 Level Stärke, ist es sehr ineffektiv. Also man einen geringer Zuwachs hat. Da sollte man aufhören. Also ich glaube, so 40 Stärke, darauf sollte man sich einigen und das auch lassen. Ja gut, der redet aber relativ schnell hier, finde ich. Jetzt nicht wirklich fix, aber. Okay, zweimal war. Ne, ich finde, der geht eigentlich. Dann springen wir hier. Das ist auch so ein. Was hast du gesagt, das war ein Glitch, ne? Ein Glitch, ja. Also. Man schafft's, aber es dauert ein Stück. Bei der Gargoyle-Aufnahme, nachdem ich die Gargoyles besiegt hatte, bin ich hier runtergegangen, hab das mal probiert und hab's nicht hingekriegt. Und deswegen bin ich auch täuscht wieder weggerannt und hab gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? Jonas wollte mich verarschen. Aber nee, es muss gehen. Und das war sowieso ein langwieriger Part.
Also nach den Gargoyles, ich habe hier stundenlang probiert, in das Loch reinzuhüpfen, obwohl stundenlang war übertrieben, aber wisst, was ich meine. Ich hoffe, jetzt funktioniert es dann ganz ehrlich. Oh, hier, da war die Gier zu groß. Okay, der ist auch dumm wie Nacht dunkel. Und die Nacht ist manchmal mächtig dunkel. Ich finde, der geht besser als der oben, den zu besiegen. Wenn du nicht macht auch nicht alles Schaden. Du hast ja bis oben noch rumprobiert mit Pfeil und Bogen und... Nee, ich meine jetzt, weil du nicht immer dich nachkorrigieren musst. Du musst zwar ab und zu mal ausweichen. Ja. Ja gut, ich sag mal, das kommt im Endeffekt fast auf selber. Naja, ist Geschmackssache wahrscheinlich. Ich hab den irgendwie im Nahkampf fertig gemacht. Ich versteh's nicht. Ich hab's doch im Gedächtnis. Okay. So, jetzt wird's interessant. Katzenring hast du noch an? Den Katzenringer, den brauche ich jetzt. Ein Item fallen lassen. Das wäre höchst interessant, was es ist. Naja, wenn ich jetzt da reinkomme, den Ring des alten Löwe stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche eine allgemeine Lebensring. Oder Klingenring. Ich brauche jetzt mal kurz, wenn ich jetzt nicht gleich auf die nächsten stoße, kann ich schon ein bisschen Energie gebrauchen, die mir hochgescaled wird. Wo war denn der? Da, daneben. Gleich eins daneben. Nee. Der ja, genau. Der, genau. Ja. Ach du Scheiße. Also, es ist Anlaufen, Springen und Rollen. Anlaufen, Springen und dann Rollen? Ja. Und am besten an der Kante von dem ganz linkesten Stein. Den ganz linkesten Stein? Ja, also, na, da wo im Prinzip, wie du so eine Kante siehst, wie so eine Bruchstelle, sag ich das mal. Ach du liebes bisschen. Also, es ist wirklich mega anstrengend, ich sag's. Also, vielleicht klappt's auch nur auf dem PC, ich weiß es nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ach, jetzt ist meine Ausdauer runter. Das ist zu weit rechts, du musst mehr denken. Mach mal die Tür zu, die stört dich eh. Ja, ich glaub's auch. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann gehen wir an das Rattenloch weiter. Ach, verdammt nochmal. Okay. Das war doch schon fast, oder? Ja, aber ich denke, du musst noch ein bisschen weiter links sein. Also ich war damals ein bisschen weiter links. Und das Rollen kommt ein bisschen zu spät, ich weiß es auch nicht. Na, aber ich roll ja wie... Und ich bin auch... eigentlich zu spät abgesprungen, bei mir ist er quasi gerade nach oben gesprungen. Ja, genau. Ach so, wie also ich eben. Muss so, so. Also, ist nur das, was ich, wie ich das erlebt habe. Ja, ah. da war's, da hätte es nur die Rolle gefehlt. Na, die Rolle habe ich ja gemacht, aber. Yeah! Geile Scheiße! So, und da um die Ecke steht gleich eins. Also, du kannst jetzt Items sammeln, aber das kriegt schnell Akku auf dich. Na gut, aber diesmal ist ja Nahkampf. Ich denke mal, diesmal wird es. Ja, aber es kriegt echt schnell Akku auf dich. Groß Schild der Rebellen. Ich glaube, das ist das mit den 90% überall. Guck das mal an. Das würde ich gerne mal ausprobieren, ja. Weil das bringt dir, glaube ich, mehr, dann kannst du auch auf die 100% Schaden verzichten. Das müsste das hier sein. Erst nee, das ist das letzte unten. Das hier? 90% Flammenschutz. Also es ist an sich besser. Es hat zwar nur 70% für normalen Schaden, Klingenschaden. Sieht aber erstmal fett aus, muss ich sagen. Aber 90% Flammenschutz hilft dir, glaube ich, echt jetzt gegen die Bälle. Ich wollte eigentlich Beithelden nicht kämpfen, aber wo ist das Vieh denn hin? Da um die Ecke, da. Siehst du es? Siehst du es krabbeln? Ja, ich sehe es krabbeln. Sind das zwei oder einer? Einer. Oder doch zwei? Nee, es müsste eins sein. Das ist Pussy. Echt doof. Und die halten halt mega aus. Ach, okay, also die haben auch gute Nahkampfattacken. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Große Spelle von hinten. Ah, gut, okay. Habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Kommt immer noch hinterher. Ja. Aber obwohl der Nahkampf schöner ist, als wenn sie mit Feuer auf dich spucken. Muss ich wiederum sagen. Und die rutschen auch so witzig. Alter, das habe ich auch noch gar nicht so beobachtet, weil ich die alle... Ich fühle mich gerade extrem an Monster Hunter erinnert. Von den Gegnern her. Da gibt's auch so ein Fett, die Viecher rutschen nicht meistens nur tot, mit ihrem eigenen fetten Körpergewicht. Und wer will der mich lecken, Alter? Ich überleg echt, nee, beidhändig wird nix. Das war fast rausgestoßen. Ich glaube, der... Das hat er gespuckt, der hat irgendwas auf dich gespuckt. Na, verdammt nochmal, hat er mich erwischt. Nee, Leute, ich gehe dann das nächste Mal runter. Ist ganz lustig, aber wir werden jetzt erstmal zum Loch gehen, denke ich mal. Wir haben das Großschild der Rebellen. Ja, passt auf jeden Fall. Nicht, wir haben doch schon mal was gekriegt. Ich sag mal, die sind machbar, aber die Kämpfe sind relativ zäh und ein bisschen fade. Ja. Ja, dann gehe ich erstmal im Loch weiter, da wo ich hin soll. Ist Loch spannender. Nicht, dass du was verpasst. Ich würde vielleicht was von Machula ausspringen. Ich weiß nicht, hast du ganz unten, bist nach ganz unten durch? Ich bin nicht bis ganz unten. Weil da sind auch nochmal Items. Ich dachte, du guckst mal in Let's Plays. Das ist auch noch nicht hochgeladen. Gestern schon, wir haben heute Mittwoch, vorgestern. Vorgestern. Ach nee, oder warum ist das Freitag die Folge? Ich bin jetzt das ist die Freitag-Folge, die konnte ich noch gar nicht gucken. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt mit meiner eigenen Folge. Das ist die Freitag-Folge, ich kann das erst am Freitag gucken. Verdammt nochmal, ich wollte gerade so schön vorwurfsvoll kommen. Nee, ich war noch nicht ganz unten, aber ich bin hier schon im Rattengedöns drin. Ah, übrigens, ganz kurz für die Zuschauer, geh nochmal auf Machula. Ja. Da hast du jetzt eine 2 dastehen. Das heißt, du hast das Asketenfeuer löscht, vor allem hast da jetzt eine 2 dastehen. Überall anders, wo du draufklickst, ist eine 1.
Das heißt quasi, in welchem New Game du dich befindest. Wenn man es mal durchsagt. Achso, und wenn ich jetzt praktisch New Game Plus wirklich starte, das ist ja immer durchspielen und komplett nochmal neu. Dann steht überall zwei da. Dann steht überall zwei. Ah, okay, okay. Pharasos, Wahrheitswiederkehr. Habe ich jetzt auch ein paar. Und da unten sind ja extrem viele Löcher, wo ich das machen kann. Ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich es, wo ich die verschwende. Ja, meinst du jetzt hier im Heiligen Grab, meinst du? Im Heiligen Grab, ja. Ich meine, ich kann hier noch weiter runter, hat Jonas schon recht. Du kommst da an der, also, ja, das Ding ist jetzt, du kannst noch von Matula aus oben hier ganz umspringen, weil du hier nicht durchkommst durch die Gebälk da. Ja, aber das überlebe ich nicht hier auf den nächsten Balken. Darunter überlebst du, aber der bricht durch und dann fällst du ganz nach unten durch. Ah, scheiße, okay, dann gehe ich erstmal hier weiter. Na gut, dann hättest du dich auch dann gleich zum Endboss dort teleportieren können zu dem Feuer. Ja, stimmt auch wieder, aber ist nicht so schlimm. Da kann ich wenigstens noch ein paar Gegner, die meine Kragenweite sind, töten. Hast du noch Schilderrebellen an? Nur falls du, also kannst du ich weiß nicht, anhalten? Mir gefällt das eigentlich. Ich finde das cool. Ich sehe jetzt wirklich aus wie so eine Tank-Mutti. Aber hat halt bloß 70% für Durchschlag, also für normalen Schwachschaden. Ich werde es mal wechseln, obwohl es eigentlich cool aussieht. Aber was ich sagen wollte, ich finde Hilda gerade abgrundtief hässlich. Ohne Scheiß, die sah vorher besser aus. Weil irgendwie hat sie jetzt ihre langen weißen Haare verloren. Die sieht ja immer ein Stück abgefuckter aus. Das, ist eine Dame, ne? Nicht mal so stehen. Abgefuckt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber. Ja, geh mal nach Hamburg, da siehst du keine Hübscheren mitten. Oh Mann, ich war schon in Hamburg, aber wahrscheinlich nicht da, wo du warst. Ich war noch nie in Hamburg. Ich hab nur einiges gehört. Du warst noch nie in Hamburg, ehrlich? Nee, ja, gut, wir haben durchgefahren mit dem Auto, aber. Wie kann man in Hamburg durchfahren? Darüber ist doch nichts mehr. Nur noch tote Gegend. Oh Scheiße, vielleicht habe ich die Zuschauer daher. Nein, Hamburg, die Gegend darüber ist spitze. Nee, ganz ehrlich, ich war bis in Hamburg weiter hoch, war ich noch nicht. Ich war vielleicht mal in der Ostsee. Klar, das ist weiter oben, aber dann nur zum Urlaub machen und so weiter. Aber so richtig die Gegend, da habe ich noch nicht so wirklich erkundet. Hm. Ja, für die Zuschauer hier online, das kann ich vielleicht auch mal zeigen, ist es dann so, dass man hier man selber invadet, wenn man nicht gerade den Rattenclan hier angehört, den man sich da ja anschließen kann hier. Also ich richtig verstehen, die Ratten helfen dir dann, wenn du den Rattenclan annimmst. Genau, die gehen dann eher auf denjenigen, der dich invadet sozusagen. Und du invadest automatisch, das ist relativ, weiß auch nicht, warum es so ist. Und wenn man, ich habe das jetzt komischerweise immer gewonnen, obwohl er seine Ratten als Verbündeten hatten. Hm. Aber wenn man gewinnt, kriegt man Pharaos Wahrheitsrelikt. Also man kann die hier farmen, das ist nicht einfach. Ist auch klasse. Ich finde die Idee super. Ich finde PvP echt super bei Dark Souls. Hast du irgendeine von den beiden Brücken runtergelassen? Nee, gar keine. Eine kannst du runterlassen. Die führen beide zum selben Weg. Also es lohnt sich nur eine runterzulassen. Ich gehe erstmal tiefer in das Loch. Oder ist der Bereich da hinten weit? Nee, das ist nur ein Raum im Prinzip mit Items. Also okay. Ich glaube sogar eine Scherbe liegt da. Bin nur gar nicht gerade. Also lass ich hier mal rein, ja? Ja, mach hier. Ob da oben oder unten, ist egal. Ja, wenn es sowieso ins gleiche Loch führt, schön rein. So. Ich überlege mir, wir müssen echt was machen. Dieser Helm ist zwar super, aber ich kann den Anblick, glaube ich, nicht lange ertragen. Er macht dich doch menschlich. Ja, aber ich kann nicht dauernd die Menschlichkeit, ich sterbe ja zu oft. Ah, du bist ja schon oben. Ha. So, Flüster der Verzweiflung? Wunder, schätze ich mal. Gucken wir einfach mal an, ne? Das müsste ja dann eine ganz normale Items sein, ne? Ja. Inventar. Schade, dass sie nicht mehr unterteilt haben. Die doch haben sie doch unterteilt, ne? Ja, du musst auf Maki rübergehen. Maki. Ganz, ganz rüber. Ach, geht ja immer noch weiter, das vergesse ich immer. Still, Heilex, Wunderball, Laune, Flüster der Verzweiflung. Was tut Information das? Information lesen. Information anzeigen, machen wir. Setzt eine wortreiche Finsternis frei. Steht da wirklich wortreich? Ja, wortreich. Was macht der für das Gegners? Schwächt die Verteidigung des Gegners. Finde ich, klingt cool. Kann ich die nutzen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ich denke mal nicht. Nee, ist ein Wunder, glaube ich, da kannst du nicht nutzen. Versteinerte Ratten? Oh. Ja, vielleicht haben sie sich selber gebissen, weil die versteinern ja auch die Ratten. Vielleicht haben sie sich ich selber gebissen. Ich dachte auch gerade, oder die haben sie ausgesehen bei der Mauser, weißt du? Kennst du, wie Katzen das manchmal machen? Und die Vögel! Vögel waren Mauser, verdammt nochmal. Ich blamier mich jetzt völlig. Katzenmauser, und da fällt einfach mal so ein Backenfell ab. Nee, aber die. Es gibt auch einen Fachbegriff, wenn Katzen Fell fressen. Fellwechsel? Nein, nicht ihr Fellwechsel. Wenn eine Katze ein Stück Fell frisst, ne, die wirkt das wieder aus. Da gibt es einen Fachbegriff dafür. Knäulen? Keine Ahnung. Nein, erstmal keulen und das machen Menschen. Also. Was? Und sowas machst du? Also bitte. Ich sagte Mensch. Achso, du bist kein Mensch. Ich vergaß. So, kurz mal wieder alles aufgefüllt. Jetzt gehen wir mal in das Loch rein. Ich bin wirklich gespannt und 1236 Seelen, auf die kann ich ja scheißen, wenn irgendwas passiert. Also ich bin auch gerade zur Zeit. Also ich habe zur Zeit, wie gesagt, immer noch meine drei Wege und habe auch zur Zeit mich fürs Loch entschieden, aber ich. Ja. Ich hab gerade ein bisschen Lust am Loch verloren. Hellig, aber wir schon sehen, warum, ja. Boah, ich finde den Anblick aber geil.
wie er festgekettet wurde, um zu leiden. Und da oben, nee, kommt ja, irgendwo muss es da oben auch mal hingehen, oder? Du kannst zu einer Machula hochgehen oder so. Ja, aber da müsste irgendein Brunnen sein in Machula. Vielleicht ist es der Brunnen in Machula, man weiß es ja nicht. Ja, jetzt wieder, okay, das kann schon sein. Ich hab das, die hast die Lust am Loch verloren. Nee, ich meine, ich weiß, was ich meine. Ja, ja. Keine Anspielung diesmal. Also, das rausgucken, eine Särge, finde ich schon krass. Muss man genau gucken, wo man sich fallen lässt. Wäre der Katzenring hier vielleicht doch angebracht? Ah, nee, nicht unbedingt, wenn man nicht gerade daneben fällt. Das tiefe Durchatmen soll mir irgendwas verraten, ne? Nö, also ich soll nur das verraten, dass du den Katzenring nicht unbedingt brauchst, aber... Ich gleich tot bin. Vermutlich, nein. Ja, einfach mal. Mach einfach mal weiter. Schaffe ich da so einen Katzenring? Also ich meine, überleben ja schon, aber... Ja, wirst Schaden kriegen. Nicht gerade wenig. Oh, ich hätte gedacht, es kommt irgendeine miese Falle. Das wäre so typisch gewesen. Jeder Typ würde sofort sich regenerieren und dann trifft dich irgendwas. Also hier, unter dir ist eine Echse, die siehst du gerade nicht. Warte einfach mal. Wenn sie nicht schon weggerannt ist vor dir. Aber kein Lizard. Doch, ne, so eine Echse, so ein Lizard. Also so ein. Die heißen irgendwie Titanitechsen, oder wie nee, heißen die? Die heißen denn? Original hießen die Lizard, die heißen. Ja, aber hier heißen die, glaube ich, Titanitechsen. Oder Titanechsen, ja, keine Ahnung. So ein fucking Lizard. Ach, da ist er. Ja. Ach Gott. Die rennt halt schnell weg und springt schnell runter. Ich habe es bis jetzt noch nicht bekommen. Ich würde mich, also deswegen näher ich mich lieber von Machula, da kommt man nämlich da unten raus auf der Hängebrücke, wenn du schon Machula, also frisch vom Loch sozusagen aus näherst. Und dann kannst du mit Pfeilen und Bogen besser abschießen, aber ja, musst du jetzt wissen, wie du das machen willst. So rennt's weg. Meinst du? Ja. Scheiße, ist ja jetzt viel clever. Na gut, den Fehler macht man halt, ne? Geh nochmal zurück, bitte. Da, ich weiß nicht, ob da noch ein Item liegt. Das ist da, wo du mal herkommst, wenn man von Machula ausspringt. Nee, auf den zurück hinter dir quasi. Ach so. Zurück. Nee, das hielt ich jetzt für clever. Was soll man halt machen, weißt du, ich meine? Ja, also deswegen näher ich mich lieber von hier, um die Echse zu. Wenn ich reloade, ist sie ja noch zweimal da oder so. So war es jedenfalls zum Vorgänger. Die ist irgendwie immer da. Nee, aber wenn du sie gekillt hast, ist sie doch irgendwann mal, ne? Ja, wenn du sie gekillt hast, ist sie weg. Ach so. Und hier kommt man raus, wenn man frisch vom Loch runterspringt. Ach, und da ist aber runter? Über dir noch ein Item, das hast du dann wahrscheinlich noch nicht geholt. Nee, das kann ich mir auch später noch holen, denke ich mal. Und weiter runter geht's nicht mehr. Nee, da ist dann tot. Aber ich fand, hatte ich jetzt auch ein bisschen gedacht, jetzt kommt irgendwie was, die tiefen Katakomben, alles aus Erde. Aber hier scheint ja alles wieder befestigt zu sein. Das ist jetzt nicht so, ja, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, musst du rüberspringen, nicht in das Loch fallen. Also nicht durchfallen. Besser als bei Super Mario. Mein Sprung. Fiese Falle? Ne, keine Wolke. Alles gut. Aschknöchelring. Was ist denn das für ein Shit? Bestimmt eine Waffe. Ich überlege gerade, was es war. Ich hab's vergessen. Ich schätze mal Waffe. Nee, das ist ein Ring, aber irgendwie, ich glaube, irgendwie was mit Zauber hat das, glaube ich, zu tun. Es sieht aus, ich weiß nicht. Boah, das ist er. Erhöht Versteinungsresistenz. Ah, genau. So. Gut, dann wollen wir den Sprung schafft man, glaube ich, nicht. Dann musst du von oben, also wenn du auf der Brücke oben bist, da runterspringen, glaube ich. Also kannst du es probieren, aber. Na, dann bin ich ja nur unten runtergefallen. Aber ich muss ja eh irgendwann runter, ne? Du musst eh irgendwann runter, ja. Ich hätte gedacht, dahinter sieht immer aus wie eine versteckte Wand. Nee, ist es nicht. Stirbwand! Nee, ist es wirklich nicht. Nicht, dass ich nicht vertraue, aber es gibt ja immer die zwei Methoden. Einmal schlagen, so wie es im Vorgänger war, und dann einmal... Alter, der Sprung. Nee, das kannst du vergessen. So. Und jetzt bin ich tot. Jetzt bist du tot, ja. Wegen dem da? Ja. Ist er so fett? Ach, wegen den beiden. Den anderen habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, aber so, das geht eigentlich. Ich wüsste auch nicht in die Möglichkeit, wie ich die jetzt fertig machen soll, aber... Ich habe so von oben einen Bogen abgeschossen. Also die wir sehen, sind insgesamt 4 Stück. Es kamen nur 2, da kommen nochmal 2 dann. Oh, sowas ist nervig. Ja. Sowas ist echt nervig, also das kann man sich sparen. Und deswegen mag ich das Loch nicht, weil ich eben auch, es kommt eben auch erstmal kein Leuchtfeuer mehr. Das heißt, du kannst immer da unten irgendwie speichern oder so. Das ist echt nervend. Klingt für mich aber nach einer Herausforderung. So, jetzt werde ich mich aber nach Majula teleportieren. Das macht sich ja... Willst du das Item holen, ne? Nicht wegen dem Item, sondern dann brauche ich nicht wieder mich ewig da rumrennen, wieder fallen lassen und wieder fallen lassen. Das kostet ja auch ein bisschen Zeit, was ich meine. Ja, das stimmt. Also kurz gesagt habe ich jetzt heute 2 Gebiete angefangen und nicht beendet. Einmal das Feuerloch und einmal das hier. Ja, das Feuerloch kann man schon als Gebiet sehen. Das gehört halt noch zum Walter Riesen dazu. Ist eigentlich bloß ein Item-Hol-Gebiet. Einfach nur zum Item-Holen. Mhm. Trotzdem hat es trotzdem. Und ein anderes Gebiet, Sünderin, besiegt, ist doch... Ja, ist schon was, aber das war ja im vorigen Part. Du musst immer an Parts denken. Hier, ja, gerade ist hier nichts gelaufen. Ja, ich muss an Parts denken. Es tut mir leid. Zuschauer denken jetzt schon wieder, da ich sag einfach, nix. Ich sag einfach Session. Wir machen Session. Ja gerade eine Session und mehr als ein Part. Bin ja nicht eine Session, ja. Schönes Wort dafür. Ich weiß gar nicht, was ich immer sage. Ich habe bestimmt auch eine Session gesagt. Na, ich denke, da geht's von Manjula dahin. Nee, vom Loch aus. Also du musst nur am Loch einfach weiter runterspringen. Ach du fuck, ja, ich habe das jetzt anders gedacht. Okay, alles klar, jetzt bin ich mal, okay. Dann hätte ich es wirklich von da aus machen können. Nee, also kannst du noch das Item holen, wenn du sagst, du warst noch nicht ganz... Da liegt außerdem wieder ein Item. Stimmt! Warte mal, Katzenring?
Ach, können wir energietechnisch müsste reichen. Selbst der Katzenring zieht trotzdem noch viel ab, wenn der bei dem Sprung finde ich. Also. Nee, ist Quatsch. Ist super, der Katzenring. Der ist echt super. Ich habe einen Plan. Ich weiß nicht, ob der clever ist, aber ich mache mich, glaube ich, erstmal menschlich. Und nackt vielleicht. Ich glaube, das wenn du willst doch nur Hilda nackig sehen. Vor allem, wenn sie menschlich ist. Vor allem, wenn sie menschlich ist. Da sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Ist schon eine Versuchung wert, wenn sie nicht digital wäre. Aber auch so, sag ich mal, ist Cybersex noch nicht so weit, dass man das irgendwie nutzen könnte. Ja, sei denn, du hast eine andere Erfahrung gemacht. Nein. Schlimm, solche Themen, oder? Ja, weil die einfach nur, ich habe keine Erfahrung mit Cybersex. Nee, jetzt mal selber, selbst wenn es sowas geben würde, ne, rein theoretisch, würde doch, sag ich mal, der normale Mensch, der würde doch verkümmern, der würde sich das nur noch da holen, keine sozialen Kontakte mehr und so weiter. Also ich stelle es mir eigentlich relativ... Ja, auf alle Fälle. Ich hätte auch irgendwie Angst. Also ist halt die Frage, ob es dieser neurale Cybersex ist, der dann nur in deinen Kopf, also quasi das dein Gehirn so beeinflusst, dass du denkst eben, du hast Sex, oder ob das irgendwelche Geräte sind, die dann noch nebenbei an dir rumsaugen und machen. Und das wäre, da hätte ich kein Vertrauen dazu. Übrigens, alle Leute, die jetzt 14 sind oder das zugucken und zuhören, das ist jetzt die Warnung nachträglich. Ihr hättet das jetzt gar nicht so hören sollen. Aber es ist schon ein bisschen hübsch jetzt mit der Krone und so weiter. Gefällt mir. Und barfuß. Barfuß ist immer cool. Ich hab's mal gedacht, ich zieh's jetzt mal an für den Fallschaden. Das ist ja relativ leicht, weißt du? Ja, ja. Das ist zwar nicht nackig, aber... Das ist, was auch richtig geil ist, wenn du diesen komischen Schmetterlingszeugs da anhast, ne? Ja. Also diese komplette Schmetterlingsrüstung. Und du kannst ja auch zweimal so ein Schmetterlingsschild haben, ne? Dann kannst du in beide Hand so ein Schmetterlingsschild nehmen. Dann kleidest du. Ehrlich? Das ist wie, als ob du so sanft den Boden hinkleidest. Das ist cool. Das ist schon echt etwas. Das Gute ist, dass die Items jetzt wirklich alle wieder da sind, dadurch wir den kleinen Zauber gemacht haben. Pharaos war jetzt wieder Kehr. Yeah. Ich bin ja echter Fan von diesem Zeug. Ich glaube, ich bin hier irgendwann mal sinnlos runtergestürzt. Ja, darüber einfach springen. Ja, ich habe versucht, auf die Balken hier zu landen. Und der nee, ist ja, genau. Das habe ich auch schon mal probiert. Und jetzt muss ich den Sprung noch rüber machen, oder? Ja. Mit Anlauf. Das wird was. Uah. Giftiges Moos. So, jetzt müsstest du da runter, genau. Ich heile mich mal lieber kurz mal. Für sowas hätte ich jetzt eigentlich liebsten Wunder bewirken können. Einfach nur Wunder bis 12 treiben oder so, dann verschwendest du gar nichts, weißt du? Na doch, du brauchst ja trotzdem, hast du nur drei Aufladungen für die Wunder. Ja, aber es reicht ja, das ist ja sowas, was ich immer regeneriert. Ich meine, Lebenstein versauste, Estus Fleck brauchst du wirklich? Estus Flocon? Brauchst du, glaube ich, nicht hochgucken, weil das ist zu. Na, ich denke mal, viele haben es noch nicht gesehen, ich auch nicht. Ich verstehe nicht, was soll diese Wand darstellen? Jetzt mal ehrlich. Ja, ich habe die andere Seite gefunden. Die ist bei den Ratten da. Die ist die andere Seite, aber keine Ahnung, wie die aufgeht. Wahrscheinlich nur, wenn du den Rattenkönig deinen Eid schwörst. Entweder so, oder wenn du irgendeine Pharaos Weißlicht reinsteckst, oder... Ich weiß es wirklich nicht. So, jetzt haben wir nochmal erst das Flakon. Muss ich da springen oder fallen lassen? Was sagst denn du? Ist ja egal, wenn du an der Wand bist, bist du an der Wand. Also, ich würde es immer mit Springen probieren. Okay, aber das ist immer... Sah knapp aus, aber das war alles geplant. Ja. Ring des bösen Auges. Alter, was soll denn das sein? Fallen plus 1. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo sieht ein böses Auge? Das kenne ich. Absorbiert. Absorbiert TP von besiegten Gegnern. Genau. Das ist sogar. Das habe ich bei den Ratten übrigens genommen. Bei diesen Rattenkönig da. Ach, da ist das. Part, den die Zuschauer noch nicht gesehen haben. Na ja, doch, da haben sie ihn ja gesehen. Da haben sie ihn ja gesehen. Ihr habt den ja schon gesehen. Also die das gucken. Gucken so ein Scheiß. Warte mal, ich rüste mich jetzt mal wieder voll auf mit dem Zeug. Alte Riesen. Ach, das ist der Scheiß gewesen. Lederstulpen. Weißt du, was ich gerade überlege? Die explodieren ja. Und das ist ja an sich Feuer. Wenn du da jetzt ein 90% Rebellenschild hochhältst, ob das dann... Könnte was helfen. Ich werde es probieren auf jeden Fall. Ist ein guter Tipp. Ne, jetzt bin ich 76. Wo habe ich denn das leichte Zeug hier? So, also jetzt mal den Ring ausrüsten. Ring? Schild. Und so sieht es wirklich aus. Lebendig und hübsch. Ist doch okay. Ja, gefällt mir. Spielen Sie, wenn der Mann da auf weiße Haare steht, aber... Die hat halt viel durchgemacht. Die ist bei den Adeptus Sororitas gewesen. Oh. Hast du schon vergessen, ne? Kurzer Moment, ja, aber man sieht ihn relativ auffällig. Und du sagst Pfeil im Bogen? Naja, komm an, wie viel Schaden es bei dir macht. Vielleicht macht deine Magie mehr Schaden, ich weiß es nicht. Also es ist auf alle Fälle... Ich krieg ja nicht anvisiert. Doch, krieg ich. Ach, super. Ja, ich bin voll mächtig. Alter. Ja. Ja. Nein. Ach doch. Ach doch, hat gereicht. Ich habe gedacht, das Item ist runtergefallen, deswegen. Naja, das ist nicht so schlimm. Wo sind jetzt die Typen? Ich sehe die nicht. An den beiden Gängen rechts und links. Da siehst du einen dann halt mit Pfeil und Bogen kannst du mal auch rein. Ja, ich glaube, da muss ich mal wieder auf Pfeil und Bogen wechseln. Das habe ich ja lange nicht mehr gehabt.
Das Gute ist, du bleibst dabei Pfeil und Bogen stehen, du bewegst dich ja nicht wieder Magie vorwärts. Ja. Weiß noch, Pyromant. Na, Pyromant hier. Ne. Weiß nicht. Ach, bitte mach den Schritt nicht nach vorne. Ich überlege gerade, wie ging das mit dem Bogen nochmal? Nein. Nicht Pyromantie. Bogen. Ich schieße so selten mit dem Bogen. Genau. Jetzt mal schön. Du kannst aber auch jetzt vergleichen, wie viel Schaden ich mit dem Bogen mache, ne? Kennst du ungefähr deinen? Headshot! Und nochmal schön ins Knie. Ich glaube, ich tue die mit drei One-Hitten, aber ja, ist doch trotzdem gut. One-Hitten, Wunder. Wo ist denn jetzt der andere? Ja, da kommt gelaufen. Ja, passt ganz doch gemütlich. Zeitlich. Na, welches Spiel war das, wo sie sich immer über den Schuss ins Knie lustig gemacht haben? Counter-Strike? Nee, Skyrim. Weil man hat eigentlich, man konnte doch Rüstungssets wählen, nicht? Im Vorgänger konntest du noch, ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, konntest du, ach, sind ja noch mehr. Beim Vorgänger, jetzt war ich wieder hängen geblieben, konntest du auch Beinrüstungen wählen, ne? Mhm. Und das konntest du später nicht mehr. Und da immer darüber mit Anlauf und dann kannst du vielleicht das Loch auf die Gegner unten schießen. Und da ist da dieser Gag halt aufgekommen, dieser Schuss ins Knie, dass die meisten Leute am Schuss ins Knie sterben, weil sie keine Panzerung mehr haben. Die können sich nicht auswählen. Irgendwie so war das, dass du noch, ach, separat, du konntest mal eine Fußpanzerung nehmen, aber keine separate Kniepanzerung, also Unter- und Oberschenkel. Stirb! Ja, wenn du den anderen jetzt noch kriegst, der jetzt unter dir ist, dann musst du auf die andere Seite springen und ja, vielleicht reicht's. Reicht. Nee. Magie möchte ich nicht dafür nehmen. Ich habe Angst, dass ich runterfall. Ah, dann halt nochmal die andere Seite. Das sind alles Stunts, die ich hier mache. Alles fürs Publikum. Ach, der erwischt doch von mir auch nicht, oder? Doch. Das dürfte jetzt gewesen sein. Nein, es sind schon noch welche da, aber du müsstest jetzt relativ sicher sein, wenn du runterspringst. Also, dass sie nicht sofort angerannt kommen. Und ich habe keinen Schaden genommen. Ja, das war ein Katzenring. Hatte ich den vorher nicht? Nee. Große Titanscherbe. Ey, langsam wird's gut. Ich kann mein Schwert dann wieder verbessern. Weil ich das Problem ist, warum ich jetzt übrigens nicht das große Atzenschwert vom Verfolger habe. Wir konnten es nicht komplett aufleveln. Und in dem Zustand ist es immer noch schwächer. Spring weg. Kein Problem. Meine Magie brauche ich nur wieder. Die wollte ich jetzt gerade auswählen, weiß ich meine, weil die macht ja doch mehr Schaden. Ja. Dass wir das nicht voll aufleveln können und deswegen kämpfe ich erstmal mit der normalen Klinge weiter. Gleich nehmen Pyromantie-Handschuh. Danke dir. Und dann, wenn es soweit ist, nehme ich wieder. Ja, ich wechsle auch den Katzenring. Danke, Jonas. Alter, bist du doof oder was? Greif mich doch einfach an. Reicht trotzdem nicht, was? Bricht der da verzweifelt zusammen und fängt an zu heulen? Ach nee, das ist ein fucking Taliban. Der macht's auch, wenn er verzweifelt ist. Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt Taliban-Zuschauer habe, aber ich kann euch nicht leiden. Sorry. Ja, ich mag keine Selbstmordattentäter. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Also eure Religion ist soweit, das ist mir eigentlich relativ Wurst, aber ihr wisst, was ich meine. Ne, Erfahrungsring nehmen. Triffst halt dann drauf, genau, hast du recht. So. Und vielleicht den Ring mit mehr Lebenspunkte raus. Das ist auch nicht so sinnvoll jetzt. Nee, ich nehme lieber. Ich will mal den ausprobieren. Ich will absorbieren. So, sprengen die sich jetzt alle in die Luft? Das ist ja ziemlich. Probier das Schild, mich würde mal interessieren. Ja, aber die sind, spät. Die sind so reichlich doof. Geht's eigentlich in beide Richtungen weiter? Näher hinten? Nee, in eine Richtung liegt nur ein Item, in der andere Richtung geht's weiter. Ich kann ja jetzt aber gerade echt nicht sagen, wie rum. Dann gehe ich erstmal in die Richtung. Die sieht interessanter aus. Wenn du das meinst? Ich meine das. Okay, das ist die Item-Richtung. Große Heilung. Ah nee, das ist Quatsch. Nee, das ist, da brauchst du wieder, sag schon, gläubig muss das sein, du weißt, wie ich meine. Wille. Wille. Wo ein Wille ist, auch ein Weg, ihr wisst, wie das ist. Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Was macht denn das jetzt? Ich dachte, ich mache die schlechten Wortwitze. Ach, das war mal so eine leichte Frau bei Two and a Half Men, ja, gesagt, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Ah, wenn's um alles Sex klar. Ging. Ich habe nicht alle Folgen von Two and a Half Men geguckt, also ich muss in die späteren. Es lag aber nicht unbedingt an Kutscher, ich fand, das lag mehr daran, dass die generell nachgelassen haben von den Gags. Also, verstehst du mal? Ja, ich finde aber jetzt mit Staffel 10 ist es wieder besser geworden. Ist die letzte Staffel jetzt, ne? Ist jetzt die, ne, vorletzte, glaube ich. Eine kommt, glaube ich, noch. Staffel 10, da kommt Charlie, seine Tochter. Die ist lesbisch und ist quasi der halbe Mann dann, weil die halt Frauen abschleppt, ne? Ach, der so. Neue Half Man, weil der Jake spielt da so gut wie auch nur noch selten mit. Und echt witzig. Echt witzig, aber. Es ist klar, dass sie das nicht ewig machen können. Überleg doch mal, irgendwann fällt dir doch einfach nichts mehr ein. Das meine ich bei den Autoren. Geht aber immer auf selber. Oh, es geht mir darum, dass die meisten immer gesagt haben, dass der Charlie der große Bringer war. Ach, da geht's noch wieder hoch, ne? Aber das war ja auch ganz gut so, was der gemacht hat und so weiter. Aber irgendwann gingen den Autoren einfach die Gags aus. Das ist halt kein Unterschied. Der hätte dabei bleiben können und das wäre trotzdem nicht mehr lange gelaufen. Ja, bin ich auch der Meinung. Weil auch der Charlie einfach langweilig war. Wenn
Oh, Hate! Hate, jetzt kriegst du Hate, jetzt kriegst du Hate. Ab einem gewissen Punkt war er langweilig. Also, weißt du, wie ich meine? Ich meine, wir hätten einfach mal heiraten lassen können und dann wäre gut gewesen. Ich verrate euch jetzt Jonas seine Telefonnummer und seine Mailnummer. Seine Mailnummer ist jonas@jonas.jonas. Und komm. Verdammt, jetzt müsste ich überlegen, wo die Tasten beim Telefon sind. Erstmal, wie geht's denn hier weiter runter? Also praktisch, wo die Buchstaben draufstehen. Also A, B und C sind die 1, ist ja klar, oder was? 0? Also, ja, weiß ich auch nicht mehr. Kenne ich mich nicht aus. Wollte gerade Jonas. Aber du musst trotzdem gucken, hier muss auch eine Leiter sein. Ja, ich wäre jetzt gerade, wenn ich alleine wäre, wäre ich hier alleine, also wäre ich einfach runtergesprungen. Nee, irgendwo ist noch eine Leiter, sprichst du aber gerade selber, vielleicht ist er auch nochmal höher und von hä? Ah nee, darunter kannst du springen. Darunter das fallen lassen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Da ist die Leiter. Da ist die Leiter. Ach, herrlich. Oh Mann, ey, das ist, weißt du, das hat mich ganz andere von Dark Souls 1, da hieß... An die Schandstadt? An die Schandstadt. Ehrlich? Wo hast du das jetzt her? Ich habe das schon gelesen, dass das Loch... Die Schandstadt quasi ist die neue. Du musst Dark Souls einspielen. Also wenn das wie Schandstadt ist, werde ich es mögen. Viele hassen die Schandstadt. Ich fand es einfach geil. Ach so. Ich dachte, du willst sie jetzt kaputt hauen. Nee. Wenn da irgendein Mimik drin ist, und ich habe immer noch Angst vor sie, was Ziel ist? Zeichen eines Kreuzes oder so, ne? Irgend sowas, ja. Das kannte ich irgendwie her. Hast nicht, du Flammschmetterlinge dabei? Habe ich. Nochmal als Tipp. Nimm dir eine Fackel, mach sie auch an und zünd jede Fackel an, die du findest, weil es ist stockdunkel gleich. Ja, dafür wollte ich ja dieses Wunder bewirken und diese Magie, die mit dem Lichtpunkt. Ach du Fuck. Ist irgendwo noch ein Leuchtfeuer? Ich habe bis jetzt noch kein Leuchtfeuer gefunden. Das kotzt mich an, deswegen will ich dann noch nicht weitermachen. Weil ich zurzeit einfach Angst habe. Buh, was soll ich sagen? Ich hätte wirklich den Zauberfeuer... Was zum... Das sind die Statuen, die spucken dich mit Gift. Ja, das machen die ganz intensiv gerne, oder? Ja. Aber wie jetzt, wo kommt das her? Also schießen die das aus ihrem Mund oder ja, was? Ja, also das sind nicht alle Statuen, du musst gucken, die einen klebrigen grünen Mund haben. Ja, super. Nutzt ja, du nicht? Kannst aber einfach runterspringen, dann treffen sie sich auch nicht. Ich weiß ja nicht, wo es da runter geht. Also da, ja. Okay, was für ein Part, ey. Ich glaube, ja, ich habe es gerade gesehen, wie die gerotzt haben. Da leuchtet irgendwas unten. Ich habe Angst, hier durch die Lücken zu fallen. Da hinten leuchtet was. Ja, du kannst so rumgehen, also... Kannst jetzt auf das Licht zugehen quasi. Das sind einfach Typen, die haben die verhaltene Fackel. Nicht natürlich jetzt hier runterspringen. Nee, das war das Licht für mich. Herrlich. Ich wollte gerade überlegen, was will dann jetzt von mir? So wie letztens mit, wo ich im Wasser abgesoffen bin. Dank deinem Tipp. So. Da liegt irgendwo ein Item. Geh immer geradeaus. Da ist aber da noch ein Schlangenring. Da bin ich gestorben, wo ich da mal ohne Schlangenring rumgesprungen bin. Aber du könntest jetzt einfach hier dazwischen reinspringen. Du meinst den Katzenring? Meine ich doch, ja. Wenn du so rumgehen willst, geh gerne so rum. Katzenring nehme ich trotzdem mal. Das ist mir alles ein bisschen... Was ist denn das eigentlich für eine Statue? Was ist denn das für ein Turm? Das sieht aus wie der Marker von Dead Space. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen in die Richtung. Auf jeden Fall zusammengewürfelt aus. Ganz ungewöhnlich. Ist das vorher mal aufgefallen? Ja, mir ist es aufgefallen, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß also nicht. Hier runter, halt. Gut. Da ist da ein Leuchtfeuer? Ich glaube, da unten ist ein Leuchtfeuer. Ich... Oder? Das scheint ein Leuchtfeuer zu sein, aber... Nein, da unten ist ein Leuchtfeuer. Ich bin so ein Depp. Ach Mensch. Also ist das wirklich ins... Ich denke schon, ne? Ja, das ist ein Leuchtfeuer. Das vom Winkel gerade nicht anders hin. Die Frage ist nur, wie komme ich da runter? Ja, jetzt, wo die Bretter zusammengebrochen sind, oder? Nee, du siehst hier unten nicht wirklich, wie es weitergeht. Wer meint? Okay. Also, wo die Bretter zusammengebrochen sind. Ja, also Jonas, du bist ein ganz schöner Blindfisch. Da brauchst du erstmal so einen Profi wie ich, der alles sieht. Nee, ich mache jetzt Folgendes. Ich reise jetzt mal in den Turm. Und du weißt, welchen Turm ich meine. Zum Trade? Ja, zum Händler. Da musst du, ja... Und da werde ich mir diesen tollen Leuchtpunkt kaufen. Dann kann ich den auch mal zeigen. Also, der Part ist eh fast vorbei, muss ich sagen. Also es geht nicht mehr lange. Vielleicht schafft man doch noch einen kleinen dritten. Dann wird es aber nur ein kleiner. Ja. Ah, ich wollte Abendbrot essen. Schon wieder spät. Musst du mich merken als Let's Player, da verbindest du Privatleben mit Arbeit manchmal ein bisschen. Ja, ich sag mal so. Also mit meiner Gilde bei Star Wars, das dreimal der Woche Raiden gehen, das ist Arbeit pur im Prinzip. Purer Stress. Nee, ich meine, bei mir ist es ja eigentlich mehr Hobby. Ne? Also ich meine, es gibt ja wirklich, ich kann es mir eigentlich so einen richtigen professionellen Let's Player, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ich meine jetzt, diese Arbeit zu machen. Ja. Glaube ich, würde mir gar nicht so liegen. Das Problem, was ich halt habe, mir macht das Star Wars auch Spaß, bloß da es eben zur Zeit immer mehr Arbeit als Fun wird, überlege ich wirklich, ob ich nicht da auch mich zurückfahre, damit ich Zeit für Ehrlich? Andere Spiele habe. Du willst damit aufhören? Das überrascht mich jetzt echt. Also nicht komplett aufhören, aber mich erstmal aus meiner Raid-Gruppe zurückziehen. Also ich sage, ich mache Pause, also quasi, ne? Dass ich nur noch spiele, wenn ich halt Lust habe. Kann ich sogar nachvollziehen. So, ich rede jetzt einfach mit dir. Sauber und sehr gut.
Ach, nicht so trotz, ich freue mich immer, wenn irgendwas auf meinem Kanal los ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt einfach keinen Bock mehr auf die Sache habe. So, Gegenstand kaufen. Was hat er eigentlich für geile Ringe? Erhöht Intelligenz. Ne, passt schon. Verringert Zaubereffekte. Ach, verlängert, nicht verringert, wäre sinnlos. Aber er hat ein neues Zeugerprogramm, hast du gesehen, wenn ich was gekauft habe? Ach, da brauche ich ja auch noch Kacke. Nee, ich brauche nicht Kacke, ich brauche... 700 Seelen. Nee, viermal Intelligenz noch. Ah. Also hilft mir gar nichts. Ich gehe zurück ins Loch. Henrik geht zurück ins Loch. Aber mach den Fackel an. Ich glaube, Schild brauchst du doch nicht unbedingt. Ja, es ist eigentlich eine gute Idee. Du hast eine Stunde Fackelzeit oder so und dann zündest du da einfach nochmal die Standfackeln an, die da rumstehen, dann erlöschst du dir langsam die Standstelle. Wir machen es folgendermaßen, wir beenden den Part erstmal hier und gehen dann schön mit der Fackel mal ins Löchlein ein bisschen gucken. Da, wo du noch nicht warst, wenn du Blindfisch bist. Ja, ich, das regt mich gerade voll auf. Ne? Ja, ich glaube, also, so geht es mir jedes Mal. Ich traue mich, also das heißt, ich traue mich nicht, aber mich kotzt, mir ist es einfach gerade zu anstrengend da drin und jetzt ist da ein Löschfeuer. Ich also ihr habt ja gesehen, ihr habt den Weg gesehen dorthin, ne? Das Ganze runtergespringen und so, bis man jetzt eher an dem Punkt ist. Und das müsste ich ja jedes Mal wieder machen, wenn ich sterbe. Weil ich eben das Leuchtfeuer nicht gesehen habe. Ich finde auf jeden Fall cool, guck dir mal die Effekte an der Wand an. Also hier ist noch ein bisschen mehr. Das ist Wasser, was runterfließt. Also schätze mal, das Wasser ist, keine Ahnung. Nee, das fließt ja der Wand. Die Wand. Stein fließt? Nee, ich meine, guck mal, das fließt ja nicht exakt die Wand lang. Das fließt ja so halb. Normalerweise fließt Wasser nach unten, aber das sieht so aus, als würde es auch die Schrägen mitnehmen. Hm. Ja, man weiß es nicht. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.